Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witch's House. Beziehungsweise, hallo und herzlich willkommen. Wir hatten ja noch keinen Part. Ja, ich habe mir wieder ein RPG-Maker-Spiel nach Missao rausgesucht. Dieses Spiel wird Half-Blind sein, weil ich das bisher noch nicht gesehen habe. Kann also sein, dass ich zwischendurch etwas hängen bleibe oder ziemlich oft sterbe. Wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, legen wir los. Es würde jetzt einige wahrscheinlich nicht freuen, dass ich dieses Spiel ausgewählt habe, weil er kam, mach doch mal was anderes. Leute, ich habe schon mal gesagt, ich kann momentan nichts anderes machen, weil ich nicht die Hardware dazu habe. Da werdet ihr leider warten müssen, bis ich die habe. Ich habe schon ein paar Projekte geplant, aber die gehen halt gerade nicht. A Towering Lush Tree. Ich werde es dann schon machen, wenn ich dann wirklich, ja, die Möglichkeit dazu habe. Bugs have taken up residence in this rotten log. This house out of the forest. Ich würde sagen, wir gehen erstmal raus, oder? You're up and that, eine sprechende Katze, okay. A widow tree. A patch of spiky grass. Oh, wir können also sehr viel ansprechen. Okay, wir saßen wohl bei den Blumen und... ja. Cold, seemingly artificial roses. Oh, das sind... The way is blocked by a startlingly huge patch of roses. Okay. Wir können auch rennen, sehr schön. Das Spiel ist, glaube ich, mit dem gleichen RPG-Maker gemacht wie Eternal Eden. Nur halt von einem anderen Entwickler natürlich. The way is blocked by a small patch of roses. Ja, und jetzt haben wir nichts irgendwie... Item. Letter. Read. Mind if you go to her house, but just stay away from the forest. Hope to see you home soon, Dad. Okay, wir müssen also eigentlich ganz schnell nach Hause. Oh, die Katze ist weg. Hm? Okay. Können wir dann wenigstens irgendwie in den Wald rein? Irgendwo? Da drüben vielleicht? Schaut nämlich aus. Okay, nee. Doch nicht. Und da irgendwie in der Nähe? Da drüben glitzert was. Seht ihr das? Da können wir sogar rein. Found something rusty and sharp. Take it. Got a eine Machete. Okay. Ja, ich finde auch einfach so zwischendurch Macheten im Wald, ne? Cut roses. Can't even make a dent in them. Okay, die sind wohl ziemlich fest. Gut. Dann... waren da oben auch, da war, oben waren noch auch Roses. Vielleicht können wir die wegschneiden. Das Dumme ist, wir müssen immer so handeln. Anders geht's leider nicht in diesem Spiel. Hört sich nicht so schön an. The way is cleared. Okay. The machete broke. Shit. Hätten wir mitnehmen können. Die hätten wir sicher gut gebrauchen können. Schauen wir mal, was wir hier noch finden, ne? A tree stump. Ach. Und da ist noch ein Baum. A thick and lush tree. Okay, das wird wohl immer das gleiche sein. Aber im Wald sehe ich nichts mehr. Ja, auch nicht, oder? Das würde die schwarze Katze. Hallo? Hä? What is it? Punkt, 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 Punkt. So the way out is blocked up by roses. Ah, die Tür öffnet sich. You gonna go in? Might as well, if you can leave. Okay, aber jetzt zuerst schauen wir uns noch ein bisschen um hier. Ich habe so wenige Frames gerade. Okay. Puh, dann gehen wir mal rein. Das ist grauenvoll ein bisschen, finde ich. So. Okay. Candle flames wave curiously. Okay. Ist bisher alles leer. Ich glaube, ich trete mal nicht auf den Blutfleck. Come to my room. Okay. Weil hier ist doch nirgendwo eine Tür, also. Oh. Hoppala. Yo! Decided I'd follow you for laughs. Incidentally, where the heck
heck do you come out from? Okay, wir speichern nochmal. A Ways of Roses. Kommen plötzlich die Türen und die Rosen her. A Ways of Roses. Okay. A dusty old dresser, there's nothing inside. It's locked, okay. A workbench. There's a pair of scissors on the workbench. Take. They're chained to the bench. Okay, wir können die Schere also leider nicht mitnehmen, weil sie in die Bank gekettet ist. Wo sind wir denn da? The Ways of Roses. Ein Teddybär. Ich hab Angst. The basket has a big teddy bear in it. Just a little bit of room left. Bears in the basket. Heißt doch Bears, glaube ich. Was ist hier los? A large clock time watches on. It's not lit. Artificial flowers are on the desk. It says opens when the house returns to normal. Okay, dann machen wir das. A teddy bear rests against a pile of presents. Take teddy bear. Got teddy bear. Present fell from the pile. A pile of presents and empty cookie tins. Okay, and Buch. Which diary read? I was sick, so no one played with me. My father and my mother didn't love me. Ja, das ist traurig. Ich hab Angst, dass jetzt was passiert. Schnell speichern. Okay. There's a pair of scissors in the workbench. Okay, wir können die nicht nehmen. Aber ich glaube, wir müssen dem Teddybär die Beine abschneiden. Cut off bear's limbs. Cut off the teddy bear's limbs. Got a teddy bear torso. Oh, da ist Blut. Schnell. The basket has a big teddy bear in it. There's a little more bit room left. Okay, wir packen mal den Teddy Bear rein. Stuff the teddy bear torso in the basket. Heard an unlocking sound somewhere. Haben die sich gerade bewegt? Ja. You feel like it wasn't there before. Und da ist ein Handabdruck drüber. Und ich kann es nicht mehr lesen. Hooray! Hoppala. Ah, schnell zurück. Oh Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Habe ich jetzt schon den Teddybär die Gliedmaßen abgeschnitten? A big stuffed bear. Nein, okay. Oh Gott. Ja, das Spiel hat es echt in sich. Ich wusste, dass es kommt, aber ich habe mich trotzdem erschrocken. Yay. Gut, dann nochmal. Cut off teddy bear's limbs. Teddy bear torso. Oh Gott. Okay, wir speichern nochmal hier. Schnell. Okay, schnell den anderen Teddybär reinpacken. Ja, es hat sich jemand was gewünscht, wo ich mich richtig erschrecke. Da habt ihr's. Bitteschön. Jetzt haben die sich wieder bewegt. Und jetzt kommt der Teddybär wieder. Schnell weg hier. Sollte der eigentlich weg sein. Okay, schnell speichern. Puh. Oh Gott. A dusty old dresser, there's nothing. Hoppala. There's teddy bear limbs on the ground. Take. A teddy bear limbs. Oh, der arme teddy bear. Warum mussten wir ihm das abschneiden? Aber nein. The door opened. Oh, wir können Schüler wegschieben. Okay. Test poison. Nein, tasten wir nicht. Da steht's auf dem Tisch.
Können wir hier nicht irgendwo speichern? Nein, okay. Dann gehen wir zuerst in den unteren Raum. What the fuck? Geez, you freaked me out. Don't come out of nowhere like that. Okay. Das Haus ist gruselig oder so, aber wenigstens können wir speichern. Wine bottles are lined up on the shelf. The cook is busy. Lend a hand. Ihhh, Kakerlaken. Ihhh, zertreten. Los, zertritt sie. Hallo? There's someone invisible there. Talk. I'm busy, so busy. Do nothing. Lend a hand, okay. Hand over bare limbs. Oh, thank you. I was in need of a hand or two. Let me show my appreciation. Got a silver key. Yay! A book titled Dining of Aristocrats. Read. People of ruling and wealthy classes have long enjoyed dining with silverware. By using such hard-to-clean cutlery, they could hire servants to demonstrate their wealth. In addition, silver utensils change color upon contact with poison, making them quite useful. Aha, die konnten also, wenn sie Silber in das Gift getan haben, also wenn da Gift im Essen war, konnten sie sehen, weil dann hat sich das Silber verwerbt. Lined with tableware, glasses and seasonings. Nothing particularly eye-catching. Da auch? Ja. A rusty stove. Okay. A sink. Bugs wriggle around a rusty faucet. Geh mal da schnell raus. A wooden table. There's nothing here. It's locked. Okay, da können wir wohl nichts machen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ganz schnell speichern. Und zwar wieder bei der 1. Ja, ich bin da wie in Missau ein bisschen... ja. Paranoid. Hit ball with key. Put key in soup. Okay. The key turned black in the soup. Heard an unlocking sound somewhere. Oh! War das gerade wirklich im Kamin? Did star go as far as the eye can see? Schnell. Ja. Bisschen so einen Bogen drumherum machen. Star go. Ja, okay. Das sind auch Wine Bottles. Können wir mal ein bisschen rennen? Ich werde mich erstmal speichern gehen, bevor ich mich jetzt zum Kamin drehe. Achso. Oh mein Gott. So, hallo? A fireplace. Look inside. Und jetzt sterben wir. Nothing but suit. Okay. Gut. Hoppala. A wine bottle fell off. Dum di dum. Jetzt sind die Kakerlaken schon wieder da. Oh, der Koch ist weg und das Buch ist zu. Okay. So, gut, dann the door opened. Eine Treppe. Oh, war da gerade wirklich ein Mädchen? Okay, sollen wir weitergehen oder nicht? Oh Gott. Ich glaube, ich gehe lieber erstmal speichern. Fuck. Da gehe ich lieber. Oh! Die Musik hier, das ist grauenvoll. The candle flames sway curiously. Da kann man speichern. A decorative cat ornament. Gotcha. Ja. Ways of Roses, come on. An armored figure with a spear. Feels like it could move at any moment. Ja, so fühlt es sich an. Da ist auch noch eine Tür. It's locked. There's some small text on the door. Save the butterfly. Okay. Oh, da leuchtet was. Aber erstmal die anderen Regale.
A carefully sorted bookshelf. Nothing catches your eye. Lauter Bücher. Ich fühle mich wohl in Bibliotheken. Ich lese nämlich total gerne. Deswegen, ja, wäre das total der richtige Ort für mich. Auch wenn es total gruselig ist. Don't read. A book titled Witch House 1. Read. Keys do not open doors in the witch's house. Something else must serve as a key. Okay. A book titled The Witch House 2. The form of the house changes based upon the witch's magic. Das haben wir schon gemerkt. A Ways of Roses. Allein von der Machart her müsste es nicht möglich sein, dass er plötzlich zur einen Tür reinkommt und zum anderen Raum raus. A book titled A Funny Story. Read. Once upon a time there was a rich man pulling along a cart full of treasures. His cart had broken down in the woods, but there came a passing hunter and his dog. The rich man pleaded to the hunter to keep a close eye on his cart, to which the hunter agreed. The rich man went to get a new cart. Meanwhile, the hunter kept watching. Night soon fell, and the hunter grew worried for his elderly mother still at home. So the hunter told the dog to watch the cart and went home to check on his mother. When the man returned, he saw the dog on guard. So he gave the dog a reward for his master, a silver coin to carry in his mouth. The dog ran all the way home and brought his master the coin. But the hunter flew into a rage. I told you to watch the cart, and what did you do? You stole from it! So the master killed the dog. Okay, das war nicht lustig. Carefully sorted bookshelves, nothing catches the eye. A mirror. Hä? Okay, gruselig. Read. Residence burned down. XX and his wife XX were found dead in a wreckage. Their bodies were found to have stab wounds, so it is suspected they were murdered and the building then set aflame. Additionally, XX's only daughter Ellen, currently 7, has been missing since the fire, the police. Okay. Also das sind Eltern gestorben und das Kind ist noch da. Und da liest jemand, wie es scheint. An open children's encyclopedia of animals. There's someone invisible there. Talk. Searching these books isn't going well. Need something to tie them together. Okay, wir müssen niemals etwas zum Zusammenbinden bringen. Haben wir noch mehr Books? Books on plants and crumbled balls of paper. Okay. Gruselig oder so. Katze, bist du noch da? Gut, dann speichern wir jetzt mal nochmal. Wie lange spielen wir denn jetzt? Nur 13 Minuten. Ich denke, ich mache hier mal einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.